mies. Und da hatte ich jetzt einen Radlader in 11.556, müsste es sein. Abhängen.
gerade mal das Ding drauf. Jawohl. Geladen. Das weiß ich noch nicht. Der Kollege noch was braucht von mir. Ich fahre mal vor, ich werde sehen. Ich habe die Leitungen wieder nicht dran. Alter. Wo geht's los? So, jetzt habe ich auch noch gesehen, dass die Antenne auch noch auf dem Dach oben drauf ist, die Funkantenne. Ist auch gleich noch weggemacht. Soll ich jetzt mal nach Hause kommen. Morgen habe ich einen Dumper zu fahren. Entladungen filmen heute habe ich es auch nicht so. Entweder vergesse ich es oder ich vergesse es. Ja. Auf jeden Fall sattel ich dann wieder um. Dann befahre ich mit meinem Dreiachser. Weil dem Vierachser, wenn ich den rückwärts drauf fahre, fahr dann quasi oben auf meine Achsen, dann bin ich viel, viel zu hoch. Was war das? Dann bin ich viel, viel zu hoch. Und wenn ich rausziehe, fehlt mir Ladefläche. Weil wenn ich ausziehe, ziehe ich ja nur in der Mitte die Brücke aus. Ladefläche bleibt dieselbe. Ja. Thank you.
Stunde nach Ingelheim. Schon wieder. Und da lade ich erstmal eine TA-230 in die Mulde. Geht nach Landstuhl. Somit fangen wir an, was da noch kommt. Wie gesagt, momentan ist es ein bisschen ruhig, was Transporte angeht.
heute Morgen eine Runde den KMT laden. Oh, habe ich meine Fernbedienung da. Wir wurden jetzt mit 5 LKWs bzw. 4 LKWs und unser Autokran wurde da runter geschickt. Für einen drin. Das heißt, Chaos in der Stadt. Mein Holz raus, ja, mein Holz habe ich raus. Das Mountgerät habe ich umgestellt. Ob ich die Kamera dauerbestromt kriege. Da müsste ja nochmal. Habe ich ja hier schon, ne? Geht die an? Nee. Ich lasse einfach mal laufen. Speicherkarte wird halten, hoffe ich. Ja, wo sind wir denn zu Hause? Hier sind wir zu Hause.
Menschen wasserfest gemacht, die Frisur uriniert. Und jetzt hat es 15 Sekunden geregnet, was geht. Vielleicht auch 30, keine Ahnung. Und jetzt ist wieder alles vorbei. Ach ja, Backe ist schon geladen. Ich habe 11 Minuten habe ich hier vorne gestanden. Schon Backe verladen. Geht, oder? Ja, es sind ja auch genügend Leute dabei. So, jetzt ich sattel jetzt um, dann fahre ich im Dreiachser runter nach Graben-Neudorf. Dort hole ich einen Zwei-Wege-Bagger wieder. Der geht nach Landstuhl zur LMP. Zur Liebherr. Quatsch, lass. Mal gucken, ob ich ein anderes T-Shirt anziehe. Andere Hose habe ich leider keine mehr dabei. Mit Vorrat an Hosen ist leider leer. Ist tote Hose, was Hose angeht. Kalt habe ich. Aber wirklich eben was raus. Abgehängt, da war es noch gut, Ketten losgemacht, dann hat es leicht angefangen zu regnen. Mein Stecker schon gemacht. Könnte sein, ne? Auf jeden Fall dann also wirklich alles, was geht. Viertel nach vier, meistens 16 nach 15. Ich weiß nicht, ob beide Liebherr oder noch jemand da ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, ist ja ein Radbagger. Den stelle ich einfach vorne dran. So, Attacke. Vielen Dank.
wunderbar saubere Bagger an wunderbar sauberen B- und Entladestellen setzen.